Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8 Reise des Verwunschenen Königs. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen gelevelt, habe mir diese Ausrüstung zusammengestellt, die ich euch jetzt kurz demonstrieren werde, beziehungsweise zeigen werde. Die Phantommaske war die dunkle Robe plus einen eisernen Kopfschutz, glaube ich. Auf alle Fälle sehr gut zum Ausweichen. Heiligenschild, Weihwasser plus weißer Schild und Spiegelschild. Auch nochmal sehr nützlich. So. Damit wir die dragovianische Prüfung einmal in Angriff nehmen. Welcome back, brave warriors. So, now you know the whole truth. Our misjudgment and closed-mindedness has caused much strife. For this, I apologize. I suppose your presence here means you wish to undertake Genau. The Dragovian trial. This pleases me. It has been many centuries since a challenger last requested a trial of me. Very well, brave warriors, defeat me and prove also, your ihm true ist definitiv quality. Langweilig hier, kann ich aber verstehen. Deswegen halt uns und dann ist auch gut. Das Wichtigste oder Wichtige hierbei ist, er wird in der allerersten Runde immer ein Siegel sprechen. Siegel betrifft nur den Helden. Kann man auch einfach umgehen, indem man seinen Monster-Team rufen, wenn man hier sieht. Abgesehen davon, dass die treuen Titanen einen Todestrick haben, den nicht den Schädelbrecher. Ja, Skeletoid. Der eine da, den findet man auf der bei der dunklen Ruine. Und den Troll, nicht den Troll, den Zyklopen findet man bei Prinzessin Mini am Strand. So. Ja. Der Füße Dragovianer hat natürlich die Angewohnheit, er darf zweimal pro Runde angreifen. Wäre ja auch sonst so langweilig. Und kontrollieren kann er sich natürlich auch. Ist ja immer so. Ich benutze natürlich hier jetzt gerade mein Team, um erstens Schaden abzudecken von ihm, zweitens einfach schon mal ihm Schaden zuzufügen, bevor mein Hauptteam eigentlich überhaupt in den Kampf eingreifen muss. Soweit ich weiß, hat er 3000 EP. Müsste hinkommen. Ich glaube 3000. Das heißt natürlich auch, dass das Fokus Tamurin und gegebenenfalls eigenständige Konzentration sehr praktisch ist. Hätte ich gedacht, dass der Fürst zuerst angreifen wird, was dann den Schaden geheilt hätte, aber nein. Ich mag übrigens seine linke Hand. Das finde ich sehr schön. Viel gibt es natürlich jetzt noch nicht zu sagen zu ihm. Er ist halt da und sieht böse aus und macht halt sein Zeugs, ne? Ich finde halt einfach nur, oder ich empfinde diesen Kampf hier nur als lästig, genauso wie ich die nächsten paar Male als lästig empfinden werde, denn ihr müsst wissen, Leute, jedes Mal, wenn man hingeht, um einen Drachen zu bekämpfen, muss man erst gegen ihn bestehen. Das ist nervig. So, und wenn man ihn besiegt, kommt sowas Süßes dabei raus. Ein Drache. In unserem Fall der Zinnoberdrache. Der Zinnoberdrache ist noch der, ich sage mal, netteste von allen drei Drachen. Seine Abwehrkraft ist noch nicht extrem hoch. Der Schaden, den er verursacht, der ist, ich sag mal, von allen am minimalsten.
Ja, also deswegen, der Zynomadrache ist noch ziemlich nett. Natürlich kann er auch zweimal pro Runde wieder angreifen. Ist ja irgendwie typisch. Ich glaube, er hat 8000 HP. Das könnte hinkommen. Wobei er natürlich den Skeletoiden töten konnte. Was nicht unbedingt viel heißt, der Skeletoid ist jetzt nicht der widerstandsfähigste Monster, was ich je in meinem Team gehabt habe, aber... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Tod ist tot und traurig bin ich drüber trotzdem. Und El Ciclope stirbt sogar auch noch. Oh Mann. Aber er gähnt. Also vom Aussehen her gähnt er. Deswegen ist langweilig. Hier bin ich auf der Suche nach genau diesem Zauber. Beschleunigung sorgt oder soll dafür sorgen, dass ich auf alle Fälle vor ihm dran komme. Ob sowas bringt, ist eine andere Frage, aber man kann es ja mal probieren. Auf alle Fälle mit hoher Konzentration ist das alles eigentlich noch sehr gut zu verkraften. Ja, die Flammenangriffe, dafür haben wir extra unsere Ausrüstung konzipiert im Prinzip, damit wir von so etwas nicht getroffen bzw. vernichtet werden. Das sollte eigentlich auch ganz doch recht gut funktionieren, sag ich mal. Genghis muss erstmal zusehen, wie er zurechtkommt, denn wir müssen erstmal Schaden machen hier. Geht halt nicht anders, ohne Schaden kommen wir nicht weiter. Natürlich die Mega-Stärke, um die Abwehrkraft zu erhöhen, denn erhöhte Abwehrkraft ist immer gut. Wer jetzt gedacht. 511 Schaden von diesem Angriff, irgendwie doch recht enttäuschend. Lässt sich aber auch nicht verhindern. Also man muss wenigstens davon ausgehen, dass der Schaden annehmbar ist. Sagen wir einfach mal so, er ist annehmbar. Der furchterregende Schrei, ihr werdet sehen, ist mal wieder ein Angriff, der unsere Leute auf ihre vier Buchstaben schickt. Großartig! Solche Sachen liebe ich nicht. Ne, wirklich, ich mag sie nicht. Aber ist okay. Lass ich mal so stehen. Ist ja wenigstens nicht so, als könnte man ihn dann nicht mehr heilen oder sowas. Deswegen, man kann ihn heilen und das ist immer noch so. Natürlich ist bei sowas dann die Heilung wieder voll für die Katze. Für die Katze, ja, und er kann sowas, ein Gigablitz. Das fand ich persönlich richtig mies. Ihr kennt's ja, wir haben Sinnestäuschung, wir treffen nicht mehr so gut. Ich weiß nicht. Das läuft damit unter dem Punkt, dass ich Endgegner hasse, welche Zustandsveränderungen verursachen. So, mein Gott, jetzt habe ich's. Entschuldigt, ich bin gerade ein wenig wettertechnisch bedingt müde. Und deswegen bin ich hier ab und zu mal leicht am Gähnen. Das ist natürlich jetzt nicht, weil mich das Spiel nicht fesselt, aber... Naja! Zu wenig Schlaf fesselt mich noch mehr, sozusagen. Ja. Wegen solchen Sachen zieht sich der Kampf echt in die Länge. Wenn jemand irgendwie irgendwo trifft und der Drache alle nur auf seine vier Buchstaben schickt, ist das immer so ein kleines Problem, wenn ihr mich fragt. Kann ich nicht ändern, ist aber so. Und ihr bemerkt natürlich sicherlich schon bei diesen Kämpfen, dass der Drache eine hohe Chance auf einen kritischen Angriff hat. Ja. Ich find's auch so toll wie ihr.
finde das immer wieder klasse, wenn man gerade aufgestanden ist und dann sagt der Drache, nö, will ich nicht. Wollte ein bisschen durch die Gegend alle sitzen. Wenn das ein Lehrer in der Schule könnte oder ein Chef bei seinen Mitarbeitern, das wäre auch schon mal ganz schön praktisch. Können sie aber nicht. Ist vielleicht auch zum Besten, wenn sie es könnten. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die Leute würden nicht mehr arbeiten wollen. Schon wieder ein Gigablitz. Ist ja klasse. Ich konnte auch vorher schon nichts mehr klar sehen. Muss man natürlich dazu sagen. Ja. Und dann passiert natürlich nochmal sowas. Das ist so das typische Erlebnis, wie ich persönlich diese Prüfung immer wahrgenommen habe. Einfach nur als sehr ärgerlich und keineswegs wirklich auch befriedigend, ist das Problem. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich das machen möchte. Auch nicht das Verlangen danach. Ich habe es halt probiert da früher und ja, dann ging es halt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, brauchst du eh nicht. Klatsch es in die Tonne, sozusagen. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Und dementsprechend habe ich bei diesem Spiel gehandelt. Das war mir egal. Ja, zumindest die Kämpfe waren mir egal und ich habe es halt nie weitergemacht, weil es dann halt nicht so wichtig war. Natürlich ist bei diesem Kampf eine große Sache natürlich die Defensive. Die Defensive ist daraus ausgebaut, dass man eben auf Beschleunigung und Megastärkung setzt, damit man seine Abwehr bzw. seine Geschwindigkeit nach oben bringt. Und dann natürlich noch Leute, die Wiedergeburt können. Sehr schön ist hier eigentlich auch eine Jessica, die Stab auf 100 hat. Denn ab diesem Zeitpunkt lernt sie die Wiedergeburt. Und wie ihr alle wisst, bringt die Wiedergeburt einen Menschen bzw. einen Charakter wieder mit vollen HP zurück in die Welt der Lebenden. Und das für einen relativ geringen Preis und zudem zu 100%. Das ist etwas, was ich sehr schön empfinde und auch nie eintauschen würde in dem Sinne. Aber Peitschen sind nun mal, da ist nun mal das eine, was wirklich viel Schaden macht. Peitschen lohnt sich meiner Meinung nach am meisten. Ich liebe diese Gigablitze. Oh Mann. Das Problem ist dabei einfach nur, der Schaden kommt zu gering. Durch diese ganze Geheilerei und Zustandsveränderung macht man halt weniger Schaden. Das ist normal. Daher nicht zu bemängeln, weil das Spiel so schon an sich Sinn macht. Aber es ist verdammt ätzend. Aber 1283 Schaden. Das ist ein Wert, der sich lohnt. Und irgendwie mag der Drache Yang es nicht. Es ist zwar traurig, aber was soll man machen? Der Drache mag ihn halt nicht. Also mal wieder eine Wiedergeburt. Vorher aber heilen. Genau so. Und komm, da geht er wieder auf Jenges los. Oh Mann. Ich sag ja, der Drache mag ihn nicht. Ich weiß nicht, warum der Drache ihn nicht mag, aber er mag ihn nicht. Da war ich natürlich immer wieder sehr froh, dass da einmal wenigstens Schaden durchkam. Von zweimal.
Und ich finde einfach nur, diese Kämpfe ziehen sich so dermaßen in die Länge manchmal. Das ist schon echt nicht mehr feierlich. Das Feuer, was er spuckt, ist, wie ja, wisst ihr, mich schon erwähnt habe, durch die Ausrüstung im Prinzip unser kleinstes Problem. Eigentlich passiert uns dadurch nicht wirklich viel. Worüber ich auch sehr froh bin. Denn, es ist auch so schon schwer genug, sag ich mal. Da brauche ich jetzt nicht noch extrem hohen Schaden dadurch, dass er Feuer spuckt. Wie ein jeder Drache es eigentlich können tun sollte. Sonst sehe ich es nicht als einen Drachen an. Und es stand schon in der Bibel, dass er Feuer spucken kann. Wenn nicht, sucht man nach, weiß nicht, wo es steht. Also viel Spaß beim Durchblättern der gesamten Bibel. Und damit haben wir den Zinnoberdrachen auch geschlagen bei der Power of Bibel. Sponsored by Bibel. Nein, nicht wirklich. So, 12.000 noch an Erfahrungspunkte. Die Sache ist, die Drachen können Talent Samen fallen lassen. Also wenn es jetzt immer drauf anlegt, neu starten, bis er den Samen fallen lässt. Well done. You fought with the valor I would expect of the warriors who saved the Golden Race. Ja, wir nehmen die Klinge bzw. das Schwert. Denn mit unserer derzeitigen Würze können wir die Dragovianer-Klinge in die Dragovianer-Kronklinge umwandeln. Oder um es nochmal mitzuschreiben, Dragovianer-Klinge nehmen und zusammenpacken mit dem Flüssigmetallschwert. Und man erhält eine Dragovianer-Kronklinge, die nochmal um einen kleinen Tick besser ist als alle anderen Schwerter im Spiel. You shall have that which you desire, but further Dragovian trials await. If you would like to test your might with another trial, und damit, Leute, return to the Dragovian Sanctuary. Verabschiede ich mich auch von euch. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. When you do, be prepared to feel the full power of the Lord of the Dragovians. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute. I shall transport you back to the sanctuary.